Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranity, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und dies ist tatsächlich schon der zweite Versuch, diese Folge aufzunehmen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich irgendwie ein bisschen aus der Übung bin und mich irgendwie total verquasselt habe, die erste Aufnahme, und nur Stuss erzählt habe. Das wird sich jetzt zum Teil natürlich nicht ändern, das ist ja klar, weil wir wollen ja hier am Grundprinzip treu bleiben, nämlich dem, dass wir viel Stuss labern. Nichtsdestotrotz. Ja, was hat sich getan auf dieser Insel? Eigentlich nichts, weil es die gleiche Insel, auf der wir die letzte Folge verließen. Es ist noch keine Insel von euch. Ihr habt euch gewünscht, dass wir die zusammen looten. Also mache ich das. Und eventuell könnte es auch noch eine Rolle gespielt haben, dass ich selber tatsächlich einfach noch überhaupt nicht dazu gekommen bin, die Inseln einzufügen. Mache ich natürlich, aber bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und ich hatte eine sehr anstrengende Woche, die hinter mir lag. Ich hoffe, eure Woche war nicht ganz so anstrengend, beziehungsweise dafür euer Wochenende umso entspannter jetzt. Aber ich habe jetzt frei und habe mir gedacht, Mensch, pass mal auf, wie wäre es denn, wenn du jetzt mal wieder eine Aufnahme machst, habe ich mir gedacht. Gut, habe ich mir gedacht. Machst du mal eine Aufnahme, habe ich mir gedacht. Aber das allmonatliche, kommt das jeden Monat? Ich glaube, dieses erste Mittwochs-Update quasi, was immer kommt. Haben wir hier keinen Platz mehr für den Angel? Ach, ist schon voll gewesen, verdammt. Dieses Mittwochs-Update hat meine Audio-Einstellung hier komplett zerschossen auf dem PC und es ging nichts. Ich konnte nicht aufnehmen, ich habe nichts gehört, ich habe keinen Ton, gar nichts. Sag mal, Freunde, wieso haben wir denn hier eigentlich irgendwie 100 Kisten, in denen jeweils ein Platz ist? Muss ich jetzt erstmal umsortieren oder was? Wir kriegen das so niemals hier rein. Weil wir könnten noch eine Kiste bauen, ne? Ne, kann man Kisten bauen? Klar. Klar kann man Kisten bauen. Können wir nochmal kurz gucken hier. Lagerung. Da, Kiste. Und zwei Bretter und ein Schnur. Will ich eigentlich nicht machen, weil, Bretter haben wir halt auch nicht so viele, wisst ihr? Übrigens, jemand hat mir einen Kommentar geschrieben von euch. Etwas, was ich noch gar nicht wusste, ein Tipp, der super, super cool ist, wenn er denn stimmt. Ich habe es noch nicht probiert, aber da er von euch kam, wird ja schon was dran sein. Und zwar, ja, einerseits, ich soll doch bitte immer, bevor die Axt an Haltbarkeit verliert, sie erstmal auftunen zu einer verfeinerten Axt. Das wäre sehr viel sinnvoller, als sie einfach zu wasten sozusagen. Das vergesse ich immer wieder, aber Dankeschön nochmal für die Erinnerung. Und was ich gehört habe, ist, dass Schlangen nur auf der Insel vorkommen, die so große Felsen haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja, es könnte schon sein, weil es gab schon einige Inseln, wo keine Schlangen waren, ne? Und wir uns noch gedacht haben, Moment mal, müsste hier nicht auch eine Schlange sein? Und vielleicht hängt es ja wirklich damit zusammen, könnte gut sein. Ja, was habt ihr noch geschrieben? Wir können mal gucken, ob da hinten noch eine Kiste ist. Ich glaube es zwar nicht, aber wo wir jetzt hier schon mal dabei sind, können wir mal hinschwimmen. Was habt ihr noch geschrieben? Dass man, gefährlich. Dass Schlangen nicht nachspawnen, sondern Dingens nachspawnt. Diese Steinberge spawnen nach, aber wohl erst nach über 400 Tagen. Guck mal, hier hätten wir noch Reifen für unser Floß. Giftfisch, Giftschlange. Wie war das, diese Schlangen unter Wasser? Die tun einem auch weh. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist schon so lange alles her. Oh, neuer Loot hier drin. Wie kann das denn sein? Oder waren wir hier einfach nur noch nicht drin? Wir haben schon lange keinen Wrack mehr untersucht, ne? Ja. Es gab ein Update, Freunde, ne? Stranded Deep 1.0 ist jetzt raus. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt bedeutet, dass Stranded Deep damit letztendlich zu Ende ist. So klang das für mich. Ich glaube, dass jetzt nur noch Bugfixes und so kommen. Dass sie wohl, ja, auch an der Konsolenversion noch rumbasteln und die verbessern wollen, aber ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, die haben alle ihre Ziele umsetzen können. Weiß ich nicht, ob ihr da mehr wisst. Ich muss mich nochmal genauer informieren darüber. Was ist das, was ich so bisher gelesen habe? Es klang so in der Patchnote,
das. Oh, hier sind aber zwei Bretter. Können wir uns theoretisch eine Kiste machen? Sollten wir vielleicht auch einfach mal tun. Dann haben wir eine mehr, wo wir Holz reinpacken können. Schwimmen wir nochmal hier rüber, gucken nochmal, was hier los ist. Boah, so viel Holz, ne? Da ist auch noch ein Brett. Es klang so, als würden sie die Erfahrung aus diesem Spiel jetzt quasi nutzen wollen, um ja, sich vielleicht auch anderen Projekten anzunehmen. Keine Ahnung, was das für Projekte sind. Ich hatte ja immer noch gehofft, dass Stranded Deep noch weitergeht. Also, dass man vielleicht noch versucht, noch andere Spielmechaniken zu implementieren. Irgendwie noch, ja, eben noch ein bisschen mehr draus machen möchte aus dem Spiel. Vielleicht noch irgendwie... Warte, wir können die ganze Kiste einfach mal mitnehmen, dann haben wir ja wieder eine. Vielleicht irgendwie noch sowas einbauen wie... Ja, so eine Art Stromversorgung, die man sich basteln kann oder so. Irgendwas in der Richtung. Aber gut. Es hat sich schon ziemlich viel getan in dem Spiel. Das darf man natürlich bei allem, was man sich immer so noch wünschen könnte, nicht vergessen. Ach, Blech brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Uff, haben wir keinen Platz mehr. Was können wir mal wegschmeißen? Dann packen wir mal das weg. Nehmen wir die Kiste. Packen die andere Kiste mal hier hin. Dann nehmen wir das mal. Gleich sterben wir, ne? Jo, wir müssen raus, wir müssen raus. Uiuiui. Ui, ui. Naja, easy snack. Ja, wir gehen mal wieder zurück. Ich weiß nicht, Hai ist vielleicht schon ausgerottet. Also noch kam keiner. Aber es wird jetzt auch langsam dunkel, ne? Ja, 16:30 Uhr. Kann man jetzt auch mal aufhören zu looten. Looten macht man ja auch eigentlich eher tagsüber. Wenn die Sonne an Land zu krass ist. Jetzt haben wir ja ein paar Kisten. Ein paar Kisten sind gut. Können wir gleich mal aussortieren. Was für Kladderadatsch wir brauchen, was nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja. Dieses Sortieren, ne? Das ist immer so eine Sache. Brauchen wir einfach nicht. Ob wir die haben oder nicht, macht auch eigentlich wenig Unterschied. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Komm, man muss halt auch mal irgendwie sagen, was man nicht braucht. Man kann nicht immer alles sammeln, wisst ihr, wie ich meine? Hier hatten wir schon Bretter drin, wunderbar. Mir geht es jetzt hauptsächlich um das Holz und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir irgendwie noch 5-mal fahren müssen. Was halt auch ein bisschen meine Schuld ist, weil ich habe kein leeres Floß mit hierher genommen. Man hätte einfach ein leeres Floß mit hierher nehmen sollen. So, ich pack mal kurz die Sachen hier irgendwie zum Floß, die wir noch mitnehmen könnten. Aber die ich jetzt erstmal nicht im Inventar haben möchte. Jetzt wird es auch noch gleich dunkel. Damit wir einfach jetzt erstmal die Kisten vollpacken können. Warte mal, jetzt habe ich ja keine leere, ne? Doch, hier kann ich auf jeden Fall Holz reinmachen. Dass wir mal ein bisschen sortieren, das gehört ja vielleicht auch mal dazu. Ja, und dann kommt die Insel hier weg, ne? Die werden wir so wahrscheinlich nicht wieder betreten. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben ordentlich Holz dann zum Bauen. Weil ich ja jetzt schon weiß, dass man eigentlich auch nie genug Holz haben kann, ne? Bretter gucken wir mal. Wir finden bestimmt auch noch irgendwie einen Platz für die ganzen Bretter. Oder wir machen uns halt noch eine Kiste. Man kann ja halt auch immer mit reichlich Kisten im Inventar rumlaufen. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Wenn man denn dann weiß, in welcher Kiste was drin ist. Ist die Kiste, wenn man sie denn trägt, im Inventar auch beschriftet? So dass man im Inventar weiß, in welcher Kiste was ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ich die Kiste selber, die vollgeräumt ist, im Inventar habe. Hier. Gut, hier steht jetzt einfach nur Container, Holz. Ist das schon die Beschriftung? Holz? Oder heißt es einfach nur Container, Holz, weil es ein Container ist, der aus Holz ist? Wir testen es einfach. Ach, ist ja auch jetzt auch egal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich muss sagen, ich bin minimal genervt von diesem Windows-Update, weil ich einfach wirklich den kompletten sonnigen Nachmittag damit verbracht habe, irgendwie mein also das wieder, den Status quo wieder herzustellen, so wie es mal lief, bevor ich das Update geladen hatte. Ich habe echt keinen blassen Schimmer erstmal gehabt, woran das Ganze jetzt liegen könnte und war schon schier vor der Verzweiflung. Und vor allem, wir machen noch eine Kiste, ist jetzt egal.
Ist jetzt egal. So. Kann man eigentlich so einen Holzhaufen auch auf der... auf dem Floß machen? Ich glaube nicht, ne? Woran es letztendlich lag, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war irgendwie so eine Kombination aus Treiber nicht richtig installiert oder fehlerhaft und irgendwie falsche Einstellung. OBS ist dann auch ganz gerne mal so, dass die Einstellungen dann irgendwie verändert werden, wenn es ein Update gab und ach. Naja, ich habe einen kleinen Test gemacht, das hat alles funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt nach wie vor noch. Wir sollten vielleicht einen Palmwedel auch mitnehmen, oder? Bei uns fehlen immer Palmwedels. Oder wir fahren jetzt schnell rüber, machen die Kisten leer und kommen dann nochmal komplett mit einem Floß mit leeren Kisten hier rüber und holen den ganzen Rest. Ist das vielleicht eine gute Idee? Komm, das machen wir. Ist doch auch nicht weit. Das kriegen wir doch hin, oder? Komm, wie sieht's aus? Ja, Durst haben wir ein bisschen. Können wir ja zu Hause ein bisschen was trinken. Ist hier noch drin? Nichts. Ja, pass auf. Nein. Warte, wir können einfach mal den hier machen. Chapao. So, jetzt haben wir doch Licht. Ist doch schön. Ach, das ist auch schön. Dieses Rotlicht, das mag ich. Das mag ich. So, das können wir auch mal hier hinwerfen. Und jetzt können wir nämlich das noch einmal voll mit Holz machen. Tack, 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 tack. Tack. Bretter lagen hier noch. Wo ist denn das ganze Holz hier, ne? So, jetzt haben wir natürlich auch kein Licht mehr dabei. Das habe ich da vorne irgendwo hingeworfen. Jetzt sehen wir wahrscheinlich die ganzen Stöcker nicht. Ach, wie blöd ist das denn? Das Ding leuchtet natürlich nicht bis hier, wo die ganzen Stöcker liegen. Na gut. Wird ja einem auch so ein bisschen angezeigt. Da ist noch einer. Palme, Palme, Palme. Wollen wir mal eine Palme mitnehmen? Komm, wir nehmen mal eine Palme mal mit. So, reicht ja vielleicht auch schon. Vielleicht ist die Kiste jetzt ja schon voll. Bretter will ich jetzt nicht mitnehmen. Welche waren das? Die hier? Nee, hä? Wo ist die Kiste? So, oh, so viel Holz ist es jetzt tatsächlich nicht gewesen. Na, pass auf, dann packen wir da noch zwei Palmen rein. Gucken, wie weit wir die stacken können. Cool, das ist auch neu, ne? Oder was heißt neu, aber relativ neu. Das ist so ein... Ach, die kann man in Vierer-Dinger stacken. Das ist ja cool. Ja, dann nehmen wir die doch mal noch alle mit. Müssen wir ja vielleicht gar nicht nochmal hierher kommen. Haben wir doch eigentlich alles, oder? Ach, das erinnert mich wie so ein Urlaub hier. Cool. Dass man das so krass stacken kann, das war mir wirklich neu. Ah, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen drauf rumkloppen, ne? Wenn wir noch so viel Zeugs haben. Den Lock können wir eigentlich auch mitnehmen. So. Ich glaube, das Problem war, man muss erst einmal geschlafen oder gespeichert haben und dann kann man die Palmfonds quasi, die Palmdächer aufnehmen, oder? Wobei, nee, jetzt stand hier auch wieder eh zum Aufnehmen. Ach, es geht. Ah, Mensch, da können wir mal ein bisschen aufräumen hier. Ich sehe nichts, aber ich sammle alles auf. Die kann man irgendwie nicht aufsammeln. Die sind irgendwie kacke, sind die. Die wollen nicht gesammelt werden. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich dachte gerade, das sind Sternschnuppen. Gerade Sternschnuppennächte. Habt ihr schon eine Sternschnuppe gesehen? Ich habe eine gesehen. Ein Sternschnüpplein habe ich gesehen. Hab mir aber nichts gewünscht. Ich bin wunschlos glücklich. Nehmt euch mal ein Beispiel daran. Mir ist einfach nichts eingefallen. Ich gebe es ja zu. So, ich denke, wir können schon mal die drei oder so nehmen und hier aufs Floß packen, wo noch Platz war, ne? Eins, zwei hatten wir. Ja, und jetzt... Kommen die beiden da auch noch drauf? Ich meine, speichern müssen wir eigentlich nicht mehr. Zur Not starten wir halt wieder hier. Ja, guck mal, dann können wir doch loseiern, oder? So.
Und auf geht's, ab zu unserer Insel. Bin mal gespannt, wie lange man hier das Licht noch sieht. Ich glaube, wir sind auch noch nie so weggefahren von so einer Insel mit dem Leuchtelicht. Guck mal, ist gar nicht so hoch, das Leuchtelicht, ne? Es ist nur so mittelmäßig hoch, das Leuchtelicht. Ah, jetzt ist es ausgegangen. Moment, ist es wirklich aus? Ist es wirklich aus oder ist es einfach genau jetzt in dem Moment einfach nur, dass wir zu weit weg sind? Wenn wir jetzt wieder ranfahren, geht es dann wieder an? Ne, ich glaube, es ist wirklich ausgegangen, ne? Ja, genau in dem Moment. Ach ja, wie schön. Es hat uns bis zur letzten Sekunde geleuchtet. Krampfhaft hat es versucht, uns Licht zu spenden. Und wir haben ihm eiskalt den Rücken zugewendet und gesagt, Licht, ich brauch dich nicht. Ja. So viel dazu. Wo ist eigentlich unsere zweite Lampe hier, die zweite Laterne für das Floß? Wüsste ich auch gerne mal. Naja, wir müssen jetzt darüber. Ich nutze die Chance und trinke mal einen Schluck. Und dann können wir das leerladen. Leerladen, sag mal, es entladen. Und dann düsen wir wieder zurück. Und dann haben wir komplett leere Kisten. Und dann haben wir ein richtiges Chaos auf unserer Maininsel. Da wird dann überall was rumliegen. Ich hoffe, das Spiel kommt damit klar. So. Ich sehe schon den Strand von der Insel. Lalalala. Wann geht denn das Licht auf meiner Insel an? Lalala. Es müsste doch bald leuchten. Aha. Na, guck mal. Ist doch wer zu Hause. Es war der Bewegungsmelder. Der Bewegungsmelder auf der Terrasse, ne? Dass keiner denkt, hier ist keiner da. Wobei ist der Sinn eines Bewegungsmelders, dass man nicht denkt, dass keiner da ist? Ich glaube, der Sinn ist eher, dass einfach alles hell ist und man gesehen wird, wenn man Schabernack treibt. Hier bei uns auf der Insel treibt höchstens Waldi Schabernack. Und dem können wir das ja verzeihen. Und falls er zu viel Schabernack treibt, dann nehmen wir mit auf Main-Insel, ne, auf alte Main-Insel. Das ist ja, wenn man jetzt so will, die neue Main-Insel. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das die Bolle-Insel und die andere ist die Main-Insel. Nein, wir haben die Kurve nicht gekriegt. Doch, Hammer. Nice. Wenn er zu viel Schabernack macht, schmeißen wir ihn einfach auf den Dünster. Dann dünsten wir ihn schön durch. So, einmal da ran jetzt hier bitte. Bitteschön, Dankeschön. Zack. Zack. Oh, jetzt wird's aber hier wilde, Freunde. Jetzt wird's aber hier wilde. Wir machen das folgendermaßen. Und zwar machen wir hier irgendwo unsere Bauwiese. Nur falls wir hier anbauen wollen, wäre es dann nervig, wenn hier das ganze Holz ist. Ich packe die Bauwiese hier hin, weil hier bauen wir nicht, weil hier ist ja genereller Bewuchs, ne? Boah, cool ist das eigentlich. Cool sieht das aus, cool. Ah, doch, da wird noch was draus. Ich sag's euch. Das gefällt mir schon. Ja, da machen wir noch was. Da machen wir noch draus. So, jetzt nehmen wir hier nämlich die ganzen Hölzers. Ein Holz, zwei Hölzers. Viel Platz haben wir nicht. Diesen Baumstamm können wir mal hier hinschmeißen. Dann können wir nochmal vier mitnehmen. Ja, und jetzt nehmen wir das und jetzt craften wir, pass mal auf, so ein Stockholzstapel. Schön ordentlich. Geil, das könnten wir eigentlich auch im Haus integrieren, so als Lagerfeuerholz oder ne, als Brennholz. Da sind wir ein bisschen spät dran mit Brennholzvorrat aufstocken, Freunde, weil das hätten wir mal Anfang des Jahres machen sollen. So teuer, wie das mittlerweile geworden ist. Feuert jemand von euch mit Holz? Dann wisst ihr, wovon ich rede. Also falls noch jemand Brennholz verkauft von euch, ne? So für 60 Euro den Meter. Dann ruft mich mal an. Ich nehme noch ein paar. Im Baumarkt habe ich jetzt gehört, der Meter 260 Euro. Er kann ja fast mit Grafikkarten heizen. Aber abgesehen davon, dass ich sowieso gerade mit meiner Grafikkarte heize, weil es einfach super heiß ist. Ich versuche mit aller Kraft die Wärme aus dem Zimmer rauszuhalten. Schmeiß einen PC an hier und alle Lichter und es brutzelt mir einfach direkt aufs Haupt. Aber gut, so ist es halt. Aber ich glaube, man ist mittlerweile fast günstiger dran, wenn man statt Brennholz in den Kamin zu werfen, einfach Grafikkarten auf eBay Kleinanzeigen kauft und die dann in den Kamin wirft.
Weil wie jedes Kind ja weiß, Grafikkarten brennen super. Ich meine, die können durchbrennen. Wenn sie durchbrennen können, hiermit kann man leider keinen Stapel machen, dann stapeln wir die jetzt mal hier in dieser Mulde. Das hier ist der Muldenstapel. Wer weiß, wofür wir die nochmal brauchen. Wow, wir haben echt viele. Boah, sieht halt immer schäbig aus, ne? Das sind wie Fußpilz. Der Fußpilz des Strandes. So ein Gewüchs hier. Naja. So, hier ist leer, hier ist leer, hier ist auch leer. Cool, drei leere. Damit wir die nicht verwechseln, stelle ich die jetzt erstmal nur ganz schön hier nebenbei. So, 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Ich hoffe, du bist auch nächste Folge mit dabei, denn ich werde jetzt hier mal einen Cut machen. Dann machen wir nächste Folge das fertig. Und dann sehen wir uns wieder, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Bolle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.